Cedric, herzlich willkommen auf Schalke. Das war der Last-Minute-Transfer fürs Trainingslager. Vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor, was bringen Sie eigentlich mit nach Schalke? Ja, ich bin Cedric Brunner, bin 28, habe die letzten 4 Jahre in Bielefeld verbracht, meist erfolgreich und jetzt bin ich voller Tatendrang hier auf Schalke und hoffe, ich kann mit den Jungs einige Erfolge feiern. Das wird eine harte Saison, es wird um den Klassenerhalt gehen. Da bringen Sie auch die gewisse Erfahrung mit aus, von dem, was Sie in Bielefeld erlebt haben. Genau, die letzten 2 Jahre ging es bei uns eigentlich um nichts anderes, als um die Klasse zu halten. Das ist uns einmal gut geglückt. Ich glaube, eine gewisse Erfahrung bringe ich da mit, was den Abstiegskampf betrifft. Und ich hoffe, dass es kann dem Team weiterhelfen. Sie haben in dem Jahr, wo es geklappt hat, unter Frank Kramer trainiert auch. War das auch mit dem Grund, warum Sie gesagt haben, nach Schalke gekommen, weil Sie genau wissen, was Sie hier auch erwartet haben vom Trainer? Es ist immer schön, wenn man ein, zwei bekannte Gesichter schon kennt aus der Mannschaft. Neben dem Trainer war auch noch Victor Paulsen, den ich von früher kenne. Und das macht den Einstieg in Sie spielen auf der rechten Seite, das ist bei Schalke eine Seite gewesen in den letzten Jahren, wo es immer ein bisschen Probleme gab. Jetzt hat man Memo Aydın, der ist aber auch verletzungsanfällig. Was sind Sie für ein Spielertyp auf dieser Position? Ich bin einer, der immer alles gibt, alles raushaut. Hatte Gott sei Dank relativ Glück in meiner Karriere mit Verletzungen. Bin meistens verfügbar und wenn ich verfügbar bin, dann knall ich alles rein. Ich würde sagen, so Einstellung, Kampf, Biss, das sind so meine Attribute, die mich auszeichnen. Cedric, das erste Jahr mit Bielefeld, hast du gerade gesagt, hat es geklappt mit dem Klassenerhalt, das zweite Jahr nicht, mit Blick auf Schalke. Was funktionierte in dem ersten Jahr, als ihr es geschafft habt? Und was hättet ihr besser machen müssen im zweiten Jahr? Im ersten Jahr hat uns sicher ausgezeichnet eine sehr geschlossene Mannschaft, einen guten Team-Spirit. Ich glaube, anders hätten wir auch gar keine Chance gehabt, in der Liga zu bestehen. Und im zweiten Jahr, ja, es hat ein bisschen vielleicht ein paar neue mehr gehabt wie im ersten Jahr Bundesliga. Man sagt ja auch immer, das zweite Jahr Bundesliga, das ist irgendwie das Schwierigste, um nochmal drin zu bleiben. Und dann hat es beim zweiten Mal nicht geklappt. Aber ich glaube, in Bielefeld, da waren alle schon sehr überrascht, dass wir es überhaupt einmal geschafft haben. Jetzt gab es aber hier in diesem Sommer auch wieder einen größeren Umbruch. Ich glaube, jetzt 10 neue, einige weg. Also auch wieder viele neue Spieler. Macht ihr das dann wiederum Sorgen mit Blick auf den Klassenkampf? Nein, ich denke da deswegen, wir haben ja genügende Wochen jetzt hier Vorbereitung, dass sich die Spieler finden können, dass da was heranwachsen kann. Und da bin ich guter Dinge, dass wir da in den nächsten Wochen noch den Team Spirit noch weiter in die Höhe schrauben können. Stichwort Team Spirit, das war auch so ein Punkt, weshalb das geklappt hat hier mit dem Aufstieg jetzt in deinen ersten paar Tagen. Wie ist so dein Eindruck von diesem Team Spirit, den diese Mannschaft hat? Ja klar, als Neuer, ich bin jetzt auch noch, ich habe in meiner Karriere 3 Vereine, das heißt, ich bin 2-mal neu irgendwo dazugekommen, habe mich bei Bielefeld recht gut eingefunden, jetzt bei Schalke auch nach den ersten 4-5 Tagen. Echt gute Jungs, bodenständig, die nehmen einen gut auf und das hat mir den Einstieg erleichtert. Kannst du noch mal sagen, vielleicht, was dich konkret auszeichnet als Rechtsverteidiger, wo deine Stärken liegen vor allem? Wie ist es mit dem Antrieb nach vorne? Wie ist es so mit dem Zweikampf? Wie ist so dein eigenes Gefühl? Ja, meine Stärken sind sicher das Zweikampfverhalten, das Stellungsspiel. Ich habe eine gute Übersicht. Ich habe ein gutes Stellungsspiel, habe ich gesagt. Ja. Und ich glaube, das habe ich in den letzten 2 Jahren in der Bundesliga ausgezeichnet, dass relativ wenige Tore über rechts gefallen. Wie ist dein Drive nach vorne? Habe ich noch Luft nach oben, aber in Bielefeld hatten wir auch nicht so oft den Ball und es ging primär ums Verteidigen und das ist mir dann auch gut entgegengekommen. Stellst du dich darauf ein, dass es für Schalke die Saison auch so wird, dass ihr oft in der Defensive sein werdet? Ich gehe davon aus, dass es schon sicher einige Spiele gibt, in denen es primär ums Verteidigen geht. Das wird auch die Basis sein. Das war die Basis damals für den Klassenerhalt und ich glaube, anders geht es nicht. Sadi, Max Backhaus von der Bild-Zeitung. Wenn es denn mal nach vorne geht, hast du mit Polter und Terodde 2 Kopfballspieler. Glaubst du, dass du vielleicht die eine oder andere Vorlage mehr machen kannst als bei Arminia, wo du mit Klos halt auch einen guten hattest, aber jetzt hast du ja sogar 2. Ja, ich weiß, bei Bielefeld haben wir irgendwie knapp 25 Tore in der ganzen Spielzeit geschossen. Da haben wir waren wir nicht ganz so erfolgreich vorne, aber jetzt zwei Ochsen da vorne drin. Ich hoffe, ich kann da die eine oder andere Flanke am Mann bringen.
Morgen habt ihr ein Testspiel gegen Salernitana, wenn ich mich nicht irre. Da spielt dein direkter Gegenspieler, dürfte Franck Ribéry sein. Wie willst du ihn stoppen? Er ist ja mit 39, glaube ich, immer noch relativ wendig. Ja, ich hatte auch schon den einen oder anderen guten Star aus der Bundesliga da als direkten Gegenspieler. Und ist meistens hat das irgendwie gut geklappt. Meistens hast du gewonnen. Nicht gewonnen, aber meistens nicht ganz schlecht ausgesehen. Welche Stars waren das? Also an wen erinnerst du dich jetzt, wo du weißt, der kommt in der nächsten Saison jetzt auch auf dich zu dann nochmal? Ja, letztes Jahr oder vorletztes Jahr waren das Coman, Kostic, Angelino von Leipzig. Ja, das waren so die drei. Also schnelle Spieler, hast du mit denen häufig? Definitiv schnelle Spieler. Ja, es sind alle schnelle Spieler. Also wenn ich da grundsätzlich ein Problem hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nicht zwei Jahre lang Stammspieler gewesen, zwei Jahre lang. Also so schlecht kann ich es nicht gemacht haben. Also was nicht gemacht. Im Training hat man gerade schon gesehen, im Dribbling mit Harit, der wollte dich ausfummeln, du warst echt wie eine Klette daran. Zeichnet dich das auch so ein bisschen aus, dass du in keiner Sekunde aufgibst, sondern dranbleibst und die Gegenspieler dribbelstark, schnell dann ein bisschen entgeisterst? Ja, ich versuche es einfach den Gegenspieler möglichst schwer zu machen, möglichst nah dran zu sein und den auch ein bisschen auf den Sack zu gehen. Das ist meistens ein gutes Rezept, damit die da ein bisschen den Fokus verlieren. Eine Frage noch zum Trainer. Was zeichnet ihr aus? Der Trainer zeichnet aus, dass er jeden Tag immer Vollgas gibt und von den Spielern genau dasselbe erwartet. Der ist mit vollem Herz dabei und ich glaube, dass das in der jetzigen Situation mit Schalke sind das gute Attribute. Wie ist er so im menschlichen Umgang? Sehr, sehr umgänglich, sehr also er ist immer offen für ein Gespräch, sehr kommunikativ und wir haben mit ihm also noch keinen getroffen oder wenige, die sich nicht gut verstanden haben. Bist du denn nach Schalke gekommen mit der klaren Ansage, du bist hier erstmal im Vorsprung oder du bist hier die klare Nummer 1, weil vor einem Jahr hatten wir Reinhard Ranfel, der hat genau das gleiche gedacht und dann war ich erstmal überrascht, wie stark der Memo Aydin eigentlich ist. Was wurde dir mit auf den Weg gegeben über deine Rolle hier? So 50-50 oder was wurde gesagt? Nichts Konkretes. Also da ging es in den Gesprächen ging es nicht darum, wer spielen soll oder wer nicht. Das hat sowieso meistens keinen Wert, weil schlussendlich setzt sich der durch, der in der Vorbereitung, der im Testspiel die bessere Leistung bringt und das wird sich dann in den nächsten Wochen zeigen. Hast du dich mit Memo schon mal zusammengesetzt, wie man sich so kennengelernt schon bisher erst hat? Nicht mehr oder weniger wie mit den anderen Spielen. Also gut, Victor, das war ein bisschen naheliegender, mit dem habe ich ein bisschen mehr Kontakt gehabt die letzten Tage, aber sonst mit allen. Da gibt es die ersten Fragen, kommst du auch.